Gladbach und Werder Bremen. Die Fohlen gegen die Norddeutschen. Ein Punkt gegen null Punkte. Die beiden Krisenteams des Freeway Cups, wenn wir das mal so nennen wollen. Aber das haben wir schon oft genug erlebt, wie schnell die Vorrunde einfach Makulatur werden kann. Das ja sich mit dem neuen Modus etwas verändert hat. Sonst war ja diese Vorrunde würde ein Stück weit egal. Jetzt geht es schon so ein bisschen um eine gute Ausgangsposition. Durch diese große Tabelle, die da gebildet wird, wenn man Erster wird und auf den 16. trifft. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ein 16. der Vorrunde später Turniersieger wird, die ist nicht so ganz hoch. Hier alles gut gegangen, bisschen Kontakt mit dem Ball, aber keine Gefahr für die Zuschauer. Ja, die Gladbacher 1:2 Niederlage gegen Hertha BSC Berlin und dann ein 2:2 gegen Bayern München. Das war schon aller Ehren wert. Die Bremer 3:1 gegen Mainz verloren und dann setzte es diese 0:1 Niederlage gegen die Mühlis. Hier hat es ein Gladbacher ein bisschen erwischt. War noch ein bisschen stärker. Bedarf einmal einer Behandlung. Daniel Oepping ruft nach medizinischer Hilfe. Muss auch mal runter von der Platte. Schon an dieser Stelle. Natürlich gute Besserung an Jonas Simon vom Borussia Mönchengladbach. So, erste Möglichkeit für Bremen. Klasse geklärt von Arne Michaelis. Da haben wir den ersten Treffer dieser Partie. Kjell Hildebrand trifft für den SV Werder Bremen. Zweiter Treffer im ganzen Turnier für die Bremer. Und gleich die nächste Möglichkeit, um nachzulegen, aber gut verteidigt, gut geklärt. Sehr aufmerksam vom Borussia. Ist aber einfach los. Das war ganz wichtig, dass er da geklärt hat. Ben Büschkens. So, klasse gespielt jetzt über die rechte Seite. Ball wieder abgewehrt. Also richtig Tempo, richtig Dynamik jetzt
in dem Moment klasse durchgesetzt. Schade, dass er den Tor verdient gehabt durch Cameron Arnold, der bisher ein auffälliges Turnier spielt. Das war ein Check an der Bande. Und das gibt 2 Minuten. Für Jonas Simon. Zwei Minuten Zeitstrafe nach diesem Check an der Bande. Da geht er runter. Ja, klappt. Die Bremer jetzt also in Überzahl. Kurz zur Erklärung. Treffen die Bremer gleich innerhalb dieser 2 Minuten, darf Gladbach sofort auffüllen. Bin gespannt, wie die Bremer jetzt diese Überzahl ausspielen. Das war letztes Jahr definitiv ein Manko einiger Mannschaften, die das sehr, sehr wild gemacht haben. Und jetzt wird es eben wichtig, das wirklich auszuspielen. In der Halle ein Riesenvorteil. Frank Bender, auch der wird ganz genau hingucken, wie seine Mannschaft das löst. Ball laufen lassen, Gegner laufen lassen, immer den freien Mann anspielen. Zusammen mit dem Torwart sind jetzt immer 2 Spieler frei. Da kann man den Gegner richtig schön müde laufen und nicht unnötig abschließen. Und stattdessen jetzt die Kontermöglichkeit in Unterzahl für die Gladbacher. Das 1-1. Luca Nicolai. Boah, das ist natürlich. Und Frank Bender, der guckt gerade nicht sehr begeistert. Der hängt da über der Bande in Richtung Wasser in der Kurve, weil das natürlich super unglücklich ist. Du hast die Riesenchance auf 2-0 zu stellen. Und die Überzahl geht nur noch 30 Sekunden. Das wäre mal ein Ding. In der Halle eigentlich fast unmöglich. Jetzt der Schuss aus der Drehung. Knapp. 8 Sekunden noch. Überzeit. Gladbach lässt sich naturgemäß jetzt ein bisschen Zeit. Kommt ein zweiter Ball aufs Spielfeld. Und die Gladbacher sind wieder vollzählig. Das sieht man so auch selten. So, jetzt mal der Ballverlust. Ist eine Möglichkeit, die Bremer spielen lieber 4 gegen 4, so scheint es. Freistoßmöglichkeit. Guter Abschluss, Tom Kepner. Und dann der nächste Ball unter die Latte, das war ganz knapp. Abschluss von Amin Hayaha. Gesehen was. Klasse gehalten erst und dann, boah, kriegt er die Pranke noch an. Monster Save. Das war so gar nicht zu sehen. Super Wiederholung hier. Fantastische Parade. Nur wieder die Bremer, die wieder aktiver sind, die dominieren. Aber noch steht es hier 1-1. Gladbach dafür zielstrebiger. Und Foul gefordert. Klasse rübergespielt jetzt. Ah, bisschen hektisch. Vielleicht im zweiten Kontakt. Dann kriegt er den Ball flach rüber. Wieder der Bremer Aufbau. Machen sie jetzt sehr, sehr eng. Stehen mit allen Spielern in der gegnerischen Hälfte. Dadurch kaum Platz. Da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema.
Torwartabschlüsse. Der Versuch verhältnismäßig knapp und gut. Da eben die Idee, diese beiden ersten Spieler jetzt von Werder ein Stück weit zurückzuziehen, um einfach dieses Viereck aus allen vier Spielern ein bisschen größer zu ziehen und so ein bisschen Raum zu öffnen. So ist es für Gladbach ja etwas einfacher, weil sie das auf einem sehr, sehr engen Raum verteidigen können. Außer ich kann 1 gegen 1, so wie gerade gemacht hier durch Salem Nuwame von Werder Bremen. Oh, das hat, glaube ich, wehgetan. Greift sie sofort an Sprunggelenk. Oepping fragt gleich nach, sehr aufmerksam. Also es ist halt schwer, jetzt für Bremen ins Tempo zu kommen. Aber es ist einfach, ins Tor zu schießen. Da meckere ich hier gerade über die Grundaufstellung. Und genau da fällt der Treffer. Da hat Klapp ein bisschen gepennt. Torschütze Michael Pollard war das eben. Der gegen die Mühlis sicherlich der beste Bremer war. Kaum zu verteidigen, sehr, sehr körperlich stark. Nur zum Schluss noch ein paar unnötige Foulspiele gemacht. Hier sehen wir jetzt das Tor nochmal. Ja, keine Chance für Max Schreiber. Ein Tor der Gladbacher. Da ist wieder Pollard. 1:30 noch auf der Uhr. Oh, gute Möglichkeit. Oh, setzt sie stark durch. War reines Körperspiel, war, glaube ich, richtig, das weiterlaufen zu lassen. Cameron Arnold. Also Werder Bremen steht hier kurz vor den ersten 3 Punkten. Und Gladbach muss jetzt was kommen, wenn sie das verhindern wollen. Aber der Ballverlust. Kontermöglichkeit für Werder. Der geht ans Außennetz. Nochmal das Spiel über die Bande. Und das ist die Entscheidung. Das ist wieder Pollard am langen Eck reingezogen. Klasse Tor. Hier sehen wir es. Glaube ich, mit links gemacht. Ganz komischer Winkel für den Abschluss. Also Deckel drauf. Werder Bremen gewinnt das erste Spiel, sammelt die ersten 3 Punkte ein. Gladbach bleibt bei 1 Punkt stehen. Trotz des Anschlusstreffers. Wir haben noch 7 Sekunden auf der Uhr. Man sollte Bücher nicht zu schnell zumachen. Die Geschichte ist noch nicht ganz auserzählt. 5 Sekunden noch. Gladbach wirft alles nach vorne. Ja, 1 Sekunde. Das war's. Werder Bremen gewinnt mit 3:2. Kurzer Werbeblock. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Yeah.